Hallo und herzlich willkommen bei Excel für Anfänger. Heute möchte ich mal ansatzweise erklären, wie man ein Adressbuch erstellt. Und wir fangen jetzt mal oben mit A1 hier an. Jetzt möchte ich was zeigen, was ich beim ersten Mal nicht gezeigt habe. Wir können die einzelnen Reihen hier so verschieben, wenn wir längere Namen haben, wie man sehen kann. Und dann haben wir diese schon mal. Jetzt machen wir ohne Rand. Wir geben jetzt einfach wahllos irgendwelche Namen ein. Also ich gebe mal einfach Peter ein. Wenn ich jetzt Enter drücke, gehe ich einen runter. Und jetzt gehe ich nochmal rauf. Wenn ich jetzt die Tabulatoren-Taste drücke, also die Tab-Taste, gehe ich eins nach rechts. Und für die Straße oder Adresse brauchen wir auch wieder was Größeres. So. Und für die Stadt sehr wahrscheinlich auch was Größeres. Und dann noch, weiß ich was. So, jetzt geben wir mal ein Peter. Nachname machen wir einfach nur, als wenn wir jetzt mit Freunden arbeiten würden. So, das schreiben wir einfach mal rein. Straße 1. So. Stadt 2, Telefonnummer, sagen wir mal 1234. So, jetzt geben wir hier mal Andrea ein. Andrea, Straße 2, Dorf 5 und die Telefonnummer machen wir 4567. Jetzt können wir wieder die Enter-Taste drücken. Die gehen wir wieder runter, wie wir gesehen haben. Also müssen wir gehen wir mit der Maustaste. So, und jetzt nehmen wir mal einen aus dem Mittelfeld. Ein Michael. Auch nehmen wir den Michel. So, den Michel. So, Straße 3. Straße 3. Tab-Taste. Stadt 4. Telefonnummer 9876. So, jetzt gehen wir nochmal ein mit A ein. Ach, A haben wir schon. Dann nehmen wir mal ein, den doch, das ist zwischen L, M, L. Was nehmen wir denn jetzt mal? C. So, jetzt haben wir D. Dann nehmen wir D. Wie die Dora. Auch gut. Straße 4. Jetzt geben wir mal Siedlung ein, Siedlung 6, alles was durcheinander hier ist, 5, 4, 6, 2, so alles wahllos. Jetzt haben wir die einfach quer durch den Garten. Jetzt wollen wir die nach dem Alphabet natürlich machen, die Straßen sind sortiert, Telefonnummern sind genannt. Jetzt gehen wir hier oben links rein, ziehen nach rechts rüber, jetzt drücken wir A bis Z. Wenn man sich, der Peter war die 1, die Andrea die 2, wenn wir uns das merken jetzt. Aber bei der Freunde wissen wir ja eigentlich soweit Bescheid. So, jetzt ist die Andrea ganz oben. Straße 2, Dorf 5, Dora, Siedlung 6, Michael und Peter. So, einfach können wir das machen. Jetzt mache ich das hier oben mal rückgängig. So, wenn ich jetzt nur die vordersten nehme, jetzt achten wir mal auf die Straße bitte. Wenn ich die jetzt so sortiere nach A bis Z, dann haben wir nur die Namen sortiert, aber nicht das dazugehörige Teil. Also, nochmal zurückgehen hier oben mit rückgängig. So, nochmal alles. Anklicken, jetzt wieder A bis Z. Und dann haben wir die richtig schön sortiert, so wie sie haben wollen.
So, letztes Mal habe ich gesagt, so ist Mappe 1. Wenn wir das jetzt hier oben speichern, dann speichert es unter Mappe 1. So, da es für Anfänger ist, erkläre ich das nochmal hier. Jetzt machen wir mal Speichern unten. Eigentlich sollte jeder soweit sein, der hier mitmacht. So, jetzt haben wir hier oben angegeben. Er speichert es in eigene Dateien. Wenn wir das da nicht haben wollen, können wir das hier mit ändern und irgendwo reinsetzen. Und hier ist der Dateiname. Da könnten wir jetzt Adressbuch oder Telefonbuch eingeben für. Das möchte ich jetzt nicht machen. So, und weiterhin sehen wir jetzt hier unten links Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3. Die können wir mit der rechten Maustaste andrücken und zum Beispiel umbenennen. Adressbuch 1, Adressbuch 2 und so weiter. Mache ich auch nicht. Also Adressbuch 1, Adressbuch 2, Adressbuch 3, je nachdem wie viele Freunde man hat. So einfach kann man so jetzt ein Adressbuch für sich erstellen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Ansicht. So sieht die Drucksansicht aus. Wenn er sich mal aufbauen würde. So, jetzt haben wir den sehr klein. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt drücken wir mal alles so wieder an hier. Die sind alle auf 10. Und die machen wir mal auf 14. So. Jetzt gucken wir mal die Druckansicht. Jetzt sehen wir den Druck nur bis hierhin. Jetzt müssen wir hier reingehen. Seitenumbruchvorschau. So, jetzt sehen wir den Druck nur bis hier, wo der blaue ist. Jetzt können wir hier, wenn die beiden Pfeile sind, nach rechts gehen. Linke Maustaste loslassen. Und wenn die IO hier mal fertig ist, dann wird der ganze Bereich gedruckt. Dann ist das Seite 1. Jetzt gehen wir mal in den Druckbereich rein. Da sehen wir, er druckt dann alles aus. Gehen wir wieder zurück zur Normalansicht. Und hier sehen wir jetzt, das ist der Druckbereich. Von da, eigentlich noch bis sehr viel weiter unten. Ich glaube bis 62 oder hier bis 59 jetzt. So einfach kann man ein Adressbuch erstellen. Mit den Sortieren A bis Z. Hier oben A bis Z sortieren. Und wenn man alle anklickt, also wie gesagt hier links oben anklicken, so rum, ist so. Wenn ich jetzt von rechts, ich kann ja auch was anderes machen, auch mal zeigen, das ist relativ uninteressant, aber das mache ich jetzt mal hier so. Ich fange rechts an, mache ich A bis Z. Jetzt sortiert er nach Telefonnummern, wie sie aufgeschrieben sind. Aber so arbeitet ja keiner eigentlich an für sich nicht. Also wieder links und wieder A bis Z. Da ist die Andrea oben, die Dora da. So wie es da gehört. Das war ein kurzes Tutorial, wie man ein Adressbuch und Telefonbuch machen kann. Auf kurze Art und Weise und wie man die dann sortiert. Und wenn man jetzt hinterher nachträglich noch Namen eintragen sollte und Telefonnummern, ganz einfach übernehmen und wieder alles dann mit, sagen wir, wir haben es hier unten jetzt gemacht, hier rüber und dann wieder A bis Z und dann hat man das schön sortiert. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zugucken und tschüss.